Ja, bleibt ruhig da oben. Ich bin eigentlich hier oben eher auf der Suche nach weiteren Gemälden. Also Gemäldestücken. Boah, was für ein Riesenbaum. Cool. Ich werde mir ein richtig geiles Baumhaus drauf bauen. Ey. Könnte man ein Baumhaus reinbauen in den Stamm? Ja, guckt euch das mal an. Vorbei. Meine Güte, ist das groß hier. Vielleicht geht es im Hotel Überlebende. Ich wollte jetzt aber eigentlich noch gucken, wie auf dem ganzen Ding nicht ein Päckchen. Sag nicht, da hinten ist eine Tür, die ich hätte versuchen können aufzumachen. Nee. Hier liegt tatsächlich nichts. Schade. Ach doch, da hinten. Ich hab's doch gewusst. Irgendwo muss was sein. Ich find's auch gut, dass man die auch noch so gut erkennen kann. Aber wenn ich mich jetzt nur auf die Glühwürmchen verlasse, so übersehe ich ja alles. Die kommen ja recht spät. Kann ich denn da in die Tür rein? Vielleicht gibt es Hotelüberlebende. Okay. Durch die Tür lässt er mich nicht wieder rein. Dann muss ich wieder zurücklaufen. Und diesmal wirklich vorbei an den Rahmen. Die machen mal viel zu viel Schaden. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Schaut zumindest, die verfolgen einen auch ziemlich lange. Ich war noch mal zum Speicherpunkt mich heilen und die Objekte aus meinem Inventar rausschmeißen. Und ich sollte ein bisschen mehr Heilkram mitnehmen. Hehe. Was haben wir denn da? Bleiglanz? Vitamine? Diese täglich notwendigen Vitamine wirken Wunder. Sie sind perfekt für die Wiederherstellung übler Wunden. Okay. Und die nehmen nur einen Platz weg. Das ist natürlich cool. Hochzeitsblumen. Ah, das wird für die Hochzeit sein, wo wir schon diesen Kapellenschlüssel gefunden haben. しっかり頼むよ、親父。待て。そもそも私はシンプルも牧師でもないんだ。多少慣れなくったって。ダメだ。最初からやり直そう。大丈夫です。もっとシンプルにしましょう。せっかく私たちだけの式なんですから。それもそうだな。よし。親父。俺は彼女を妻として 生涯愛し続けるって誓うよ。私も誓います。あ、それじゃ誓いのキスだろ。それくらい分かってる。<笑>その笑顔につられて思わず私の頬が緩んだ。なんだ、 笑うのがこんなに簡単なことだとは。今このひとときの幸福に比べれば、明日の不安はさじに過ぎないとすら思えるほどのきらめきがここにはある。私は今ただただ
心からこの幸せを分かち合いたい。その少し先に、たとえ避けられない終わりが迫っているとしても。ありがとう、親父。ありがとうございます、お父さん。おめでとう。本当に。Da ist das Gemälde 3, bevor wir uns das anhören. Ich finde es ja schon allgemein schlimm, dass scheinbar ich vermute es ja mal, eine Naturkatastrophe die Menschheit ziemlich ausgerottet hat. Aber auch noch zu wissen, dass es kurz bevorsteht, so in Anführungsstrichen Untergang der Welt, das finde ich noch schlimmer, als wenn es einfach so unverhofft kommt. Was ich habe, ist, dass ich die Kohlenzung habe.マオと喧嘩をした日の夜のことだった。いろんな夢にうなされたことを断片的に覚えているけれど、どの夢の隅っこにも常に同じものがあった。自分で破いたあの絵だった。絵の中の私の足首のところがちょうどぶった切られていて、踊っている私には足がなかった。その絵は現実になった。熱が下がっても、私の足には麻痺が残った。バレエで踊ることはもちろん、自力で歩くこともできなくなった。何週間も部屋で塞ぎ込んだ。マオが何度かお見舞いに来たが、会わなかった。そのうちにマオは来なくなった。しばらくして、車椅子で学校に復帰した。目線が低くなったので、自分が幼い子供に逆戻りしてしまった気分だった。目に映る何もかもが、以前と変わっていた。学校の校舎は、私を押しつぶそうとする灰色の巨人だった。友達は、私に親切にしてくれたけれど、みんなが私を見下し、嘲笑っているような気がした。私はあまり顔を上げなくなった。学校で真央と行き合っても、目を合わせなくなった。病気が私からすべてを奪っていった。プリマドンナになる夢も、周りを元気にすると褒められた笑顔も、真央も。車椅子に頼りながらも、私はみんなと同じように学校に通った。持ち前の負けん気で勉強も頑張ったし、給食ももりもり食べたし、委員会の仕事も率先してやった。やがて私は以前のような笑顔を取り戻した。新たな夢も見つけていた。スポーツ競技のカメラマンになるっていう夢だ。これなら車椅子でも楽しめるだろうと、父がカメラを買ってくれたのがきっかけだった。病気で失ったもののうち、ただ一つ、取り戻すことができないでいるものがあった。マオとは、あれ以来疎遠になったままだった。マオに対する不満や憤りの感情は、とっくに消えていたけれど、以前のように話すきっかけがなかなかなかった。中庭の花壇の世話をしている真央の姿を、私はよく校舎の窓から眺めた。この頃の私は、前よりも真央のことがわかるようになっていた。不思議なことだけれど、近くにいた時よりも、遠くから見るようになってからの方が、よくわかるようになった。私が思っていたよりも、植物はずっとデリケートで気まぐれな性格をしていて、ちょっと世話を怠るとすぐに機嫌を損ねる。声に出して喋らない分、腰を据えて彼らの様子を観察し、彼らの要求を汲み取らねばならない。お水は足りているの？肥料は？調子の悪いところはないの？順調に育っているの？マオはいつも、根気よく植物たちの面倒を見ていた。元気のない株があれば、
土を入れ替えたり添え木をしたりして夕方遅くまで残っていることがあった。心ない生徒に踏みにじられた花の前にしゃがんで長いことうつむいていたこともあった。他の生徒たちが大声ではしゃぎ合っている間、誰も気に留めない植物たちの声なき声に真央だけが耳を傾けていた。 Sorry, dass ich das sagen muss, aber ich finde, dieser Mao war ein ziemlicher Freak. Das war auch so einer, der scheinbar mit Menschen gar nichts mehr anfangen konnte. Ach, hallo. Hast du denn irgendwas Interessantes für mich? Ich habe fast 60.000 Yen. Verkaufst du auch diese Vitamine? Nein. Vielleicht sollte ich mir noch mal so zwei Fertiggerichte holen. Na, holen wir mal drei. Also zur Sicherheit. Noch mal ein Eisenrohr. Ich habe ja nur eins. Wie viel hat der noch mal? 200. Ich habe noch mal einen mit. Und das war's dann erstmal auch. Ich mich auch. Und vielleicht hast du ja dann was anderes dabei. Da werde ich mir die Vitamine wohl aufheben. Wenn ich die nicht kaufen kann. Weil nur ein Platz für 150 GP Heilung. Das hebe ich mir mal auf. Und nehme mir stattdessen... Was nehme ich mir denn dann mit? Das waren 200. Das waren, glaube ich, auch 200. Ich nehme mir mal eins davon mit. Und ein Fertiggericht. Nein, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Nein, 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 nein. Doch, der kommt wieder in den Koffer. Ich wollte kein Dings, kein Bonbon mitnehmen, danke. Ich wollte... Ah. Ich krieg das gleich hin. Ich hab's gleich. Zurück. So, jetzt aber. Und so eins wollte ich mitnehmen. Da oben. Du bleibst hier. Dahin. So. Zurück. Speichern. Da. Und dann gucken wir mal, ob wir die... ob wir das Mädchen jetzt noch... Wie hieß sie? Akane? Ich denke mir mal, dass es Akane ist. Warum sonst sollten wir so spezielle Spezialdinger finden? Ob wir Akane jetzt noch in dieser Aufnahme finden? Ach. Nein, ich werde mich nicht darüber beschweren, dass sie so viel Zeug fallen lassen. Nein, ich werde mich nicht darüber beschweren. Das soll mich eher freuen.